Ihr wäre so wie ich, meine Damen und Herren, dieses Österreich in seiner größten Not und in seinem größten Elend erlebt hat, wer die ganze Hoffnungslosigkeit der 20er und 30er Jahre sehenden Auges miterlebt und empfunden hat, der weiß erst, wie großartig der Aufstieg unseres Landes ist. Ich bin sehr froh, dass ein neuer österreichischer, sehr ruhiger und stiller Patriotismus entstanden ist. Ich hoffe, Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass uns dieser Geist immer wieder aufs Neue zusammenführen wird. Ich danke Ihnen.